Hallihallo und willkommen zu meinem neuen Projekt namens Terraria. Viele nennen es einen Minecraft-Clone. Ich habe das mal ein bisschen angetestet und mir gefällt das Spiel eigentlich ziemlich gut. Das wurde mir von dem lieben Dani empfohlen, den wir jetzt heute auch im Schlepptau haben, denn ich finde, Terraria kann man ruhig im Koop zocken. Das macht dann ein ganzes Stück mehr Spaß. Sag mal hallo. Hallo. Jo, ich habe mir hier schnell einen Charakter erstellt. Ihr seht ihn. Ein Dunkelhäutigen im Anzug mit grünen Haaren. Ich finde, das sieht cool aus. Und ich muss schnell meine Hamachi-IP-Adresse eingeben. 241-153-106. Ich hoffe mal, ich habe das alles richtig geschrieben. Jo, perfekt. Und da unten seht ihr, da ist Dani auch schon im Game. Ich tritt mal kurz einer Party bei. Ich sag euch gleich im Voraus, ich habe relativ wenig Ahnung von dem Spiel momentan. Dani ist hier der Experte, muss man so sagen. Der hat das schon mal ein bisschen mehr angezockt. Das heißt, nicht wundern, falls ich da mal ein bisschen nachfrage oder so. Schleime töten! Ich geh mal schnell einen Baum fällen. Was machst du? Ich auch. Okay. Ja, es ist ganz ähnlich wie Minecraft. Man sammelt am Anfang erstmal Holz. Wie ihr seht, das mit den Bäumen fällen geht ein ganzes Stück schneller. Also, du musst noch der Party joinen. Bin ich schon. In der roten? Ja, in der roten. Ich sehe deine HP. Ah ja, stimmt. Der Schleim vermöbelt dich gerade. Ja. Stirb, Schleim! So. Gleich erstmal Ausrüstung craften. Ja, wie macht man eigentlich so Verteidigungsrüstung-Ding ins Moment? Ich habe bisher nur gemerkt, wie man Schwerter und so macht. Wir brauchen Eisen, Kupfer, je nachdem. Okay. Da ist so unten zum Beispiel Kupfer. Den hol ich mir. Oder hol du dir, keine Ahnung. Oh. Du ertrinkst. Nein! Oh mein Gott. Hier ist schon mal ein Dungeon. Na, das ist toll. Was machen wir mit dem Dungeon, wenn der nur aus Wasser besteht? Das ging daneben. Komm schon. Ich warte hier oben auf dich. Ja, ja. Ey. Da kommen noch ein paar Schleime. Ja, genau. Siehst positiv, du kriegst Gel. Übrigens, kleine Erklärung am Rande. Hier braucht man keine Kohle für Fackeln, sondern entgegen aller Logik, keine Ahnung wieso das so ist, braucht man hier Gel. Das ist wohl entzündlich. Und das kriegt man von Schleimen. Ich habe da mal kurz so ein Holzding gebaut. Ach, danke. Wobei, wir können einfach mal diesen Stein da wegmachen und dann... Dann. Hey, Stein. Dann können wir das Holz nachher hier unten wegmachen. Ja, wir müssen mal vielleicht ein Haus bauen. Weil wenn es Nacht wird, wird es ungemütlich. Mhm. Jo, das machen wir dann gleich. Perfekt. Lass uns mal ein bisschen weitergehen hier zur Seite. Ich glaube, hier sind keine Bäume mehr. Hast du die alle kaputt gemacht? Nee, ich habe nur zwei gehabt. Sollen wir hier unten irgendwo unser Haus bauen? Hier über dem Loch? Oder keine Ahnung? Nee, lass mal eine ebene Stelle suchen. Okay. Und nicht zu weit weg vom Spawnpunkt. Ach, den Spawnpunkt ja, kann man nicht mehr ändern. Ja, hier ist eine Wand, das ist natürlich super. Das heißt, wir könnten da an der Seite quasi unser Haus bauen? Ja, oder wir nehmen hier Erde und machen das alles hier eben. Ja. Ja, dann lass mal die Höhe hier nehmen, oder? Ja, okay. Schleim, stirb! Ah! Der zieht mir total viel ab. Wie viel Leben habe ich noch? 68. Wow. Bisschen weniger. Ja, ich glaube, ich habe jetzt einen zu weit gebaut. So, Dreck dahin. Ich sterbe gleich. Oh Mann. Wir sterben bei Schleim. Hilfe. Ja, das wird peinlich. Stisch. So. Kann ich keine Blöcke Lass mal hier an der Seite irgendwie eine Wand bauen oder so. Ja, mach mal hier das ganze Loch weg da. Jo, Sekunde. Ich baue hier erstmal eine Dreckwand. Schleim, ihr habt keine Chance! Keine Chance, ich wiederhole es! Das machst du sehr so. Schön. Jetzt können die Schleime hier nicht mehr rein. Kann man die dann daraus noch angreifen? Nö. Verdammt. Warte mal, ich mach mir hier an der Seite noch so ein bisschen Loch frei, sodass ich unten alles mit Dreck ausfüllen kann. Ein bisschen höher. So. Meinst du, beziehungsweise kann man hier die Sachen auch durch andere Blöcke durchsetzen? Also könntest du von oben jetzt einen Dreck hier unten hinsetzen? Ich glaube schon, ja. Probier mal. Ja. Los, das geht auch noch. Wieso gehe ich dann nach hier? Verdammt, du hast mir gerade einen Dreck vor den Kopf gebaut. Tut mir leid. Schäm dich. Verdammt, ich kann immer noch nicht hinbauen. So. Ich kann da unten keinen Dreck hinsetzen, wieso nicht? Keine Ahnung, jetzt. Das habe ich vorhin auch nicht hingekriegt, deswegen habe ich es ja dir gesagt. Da war gerade eine Pflanze, deshalb. Da ist noch eine Pflanze.
Unkraut jäten ist kacke. Ah, wir können ja mehrere Etagen machen, ne? Mhm. Noch eine Pflanze, Mann. Schade ums Kupfer, das könnten wir auch mal direkt abbauen. Ja, da können wir mal gucken gleich. Perfekt, da haben wir das. Was hast du da für ein Loch gelassen? Hat das irgendwelchen Sinn? Nee. Okay, dann baue ich das mal zu. Ja. So, ich mach mal schnell eine Workbench. So weit bin ich schon gekommen. Workbench! 10 Holz! Hooray. Ja, nachher kommt noch ein Ofen und ein Amboss. Okay. Waffenschmieden. Hm? Ja, ich mach mal derweil unsere Wand fürs Haus. Weil das Ganze 2D ist und wir hier nicht immer einen Himmel als Hintergrund wollen, können wir theoretisch hier auch Wände bauen. Das sieht dann ungefähr... Ach, verdammt. Wo ist der blaue Schleim dahergekommen? Was bringen überhaupt blaue Schleim? Von hier oben. Gel, die sind ein bisschen stärker. Stirb, Schleim! Aufpassen, da kommt noch einer. Der kann da durch. Der Grüne. Wir müssen das Leck ausbessern. Ja, hau mal rein. Hast du irgendwelche Pilze? Nee. Verdammt. Ja, mit Pilze kann man hier mampfen quasi und dafür kriegt man dann... Aber warte, da hinten... Es waren hinten ganz viele, aber... Hm. Ja, ich fäll mal noch ein paar Bäume hier. Ich muss gleich wieder zumachen. Ich brauche ganz dringend Holz für Hammer und so. Hast du schon? Ich geh mal für Pilze holen. Da kommen sie wieder. Oh. Geht, bleib weg! Bleib weg von mir! Hilfe! Schleime! Au. Schleim überall. Ihr kriegt mich nie! Ah, du hast ein bisschen wenig Leben. Nur ein bisschen. Oh. Ich möchte jetzt aber nichts über dein HP sagen. Mehr als du. Ja, ein klein bisschen. Gib mir Holz, los! Danke. So. Oh fuck, es wird gleich Nacht. Das ist nicht gut. Komm mal her. Oh, jetzt eine ganze Pilzplantage. So, muss ich mir mal hier einen Hammer machen. Hammer. Und ein Schwert kann ich mir mal machen. Ja, das ist definitiv intelligenter. Und ein Hammer könnte ich mir auch mal machen. Außerdem noch eine Fackel oder mehrere Fackeln am besten. Oh, ich habe Spinnenweben gefunden. Dann können wir unseren Haus dekorieren dann. Mit Spinnenweben? Ja. Das ist ja ein schönes Haus. Spinnenweben in unserem Haus, das sieht schön aus. Auf jeden Fall. Oh, ich habe gerade 20 HP bekommen, weil ich so ein Vieh getötet habe, WTF. Was? Komm mal zurück schnell. Wieso bekommst du Leben? Keine Ahnung. Ich habe 12 Pilze. Das ist cool. Ja, das Loch hier muss ich verteidigen. Stand in der Gegend. Und wir müssen unsere Wand mal fertig machen. Mir fällt gerade auf, dass wir... Ich habe kein Holz mehr. Kannst du schon eine Tür... Danke, dass du mir hier entgegenschleuderst. Gern geschehen. Kannst du vielleicht eine Tür hier reinbauen? Ich kümmere mich dabei um die Decke. Ja, das ist auch eine gute Idee eigentlich. Ich habe nur noch Steine und Holzwände. Wohin sollen die Tür? Hier? Ja, am besten an einen Gang irgendwo. Ja, lustig, wir müssen hier noch eine Holzwand hinmachen. Ja, mach am besten einfach eine Tür unten hin. Warte mal, wie... Ach so, kann ich die treffen. Okay. Wieso hast du einen Hammer? Den habe ich mir gemacht. Okay. Und jetzt eine Fackel hier hin. Oh, mir fällt gerade auf. Schleim. Ja, ich baue mal eine Hintergrundwand hin. Wand! Das wird übrigens dann ein bisschen dunkler, weil dann nicht mehr die Beleuchtung vom Hintergrund kommt. Ja, das passt schon. Ja, stimmt. Wir haben ja genug Fackeln. Eben. So, Holz da noch hin. Ah, mach das weg. Stirb! Stirb, Schleim! Also wäre schon Schwert. Ja, den habe ich mir auch gemacht. Weil Schwert ist toll und so. Wir brauchen eine Tür da! Ich will eine Himple. Ja. Hurra! Danke! So, Wand. Machst du? Du hast die Tür offen gelassen! Nee, ich glaube, dafür ist die Tür nicht da. Ja, wir brauchen definitiv eine Decke. Machst du das fix? Ja. Okay. Sonst regnet es gleich Zombies. Ja, okay, das ging wirklich sehr fix. Ja. So, Oh. Wand! Ich mache eine Wand! Wand. Und noch mehr Wand. Ganz viel Wand. Wand. Die Musik ist cool. Ich hab kein Holz mehr. Ich auch nicht mehr. Müssen gleich farmen gehen. Und dazu kommt, dass ich keine Decke mehr hab.
Wer will sterben gehen? Freiwillige vor? Ach, Jimonimo! Stirb! Schleim, ihr habt keine Chance! Gibt's hier keine EP oder so? Ich will Erfahrungspunkte haben. Komm, Schleim, hüpf! Ha! Du hast keine Chance gegen den Meister des Kampfes! Ich wage mich hier oben hinaus, wo es Monster regnet. Mach mal die Tür zu, bitte. Sonst kommen die gleich ins Haus rein. Hier kommen Augenbälle. Und Zombies! Stirb! Oh. Du bist gestorben. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Bring wenigstens Holz mit. Ja, ich such mal schnell Holz hier hinten. Mal schauen, ob ich das überlebe. Ja, der Vorteil an diesem Spiel ist, wenn man stirbt, behält man seine Items im Gegensatz zu Minecraft. Man verliert nur ein bisschen Gold. So, stirbt, Zombie. Wenn man welches hat. Wenn man welches hat. Ich glaube mal, dass wir jetzt am Anfang noch nicht so viel hatten. Hoffe ich. Nee. Stirb. Ich mach das so, das geht viel, viel schneller. Das kann ich erklären. Ja, erklär mal. Ja, ich hab nämlich auch keine Ahnung. Was? Ja, ich bin gerade gestorben. Oh, da war ein Zombie im Haus? Nee, so ein Auge. Wie ist das ins Haus gekommen? Ich hab die Tür offen. Das hast du die Tür offen gelassen. Ich sammle übrigens Holz, geh du schnell zum Haus. Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Tür zumachen. Ja, aber ich würde die ganzen Zombies wegmachen. Die so, klopfen so schön an der Tür an. Könnt ihr die Tür eigentlich auch kaputt machen? Nein. Ich stirb hier wahrscheinlich auch gleich wieder. Wo bist du denn? Ich bin hier umzingelt von Zombies. Bist du schon wieder gestorben? Ja. Okay, also das mit dem Holzsammeln ist definitiv nicht einfach in der Nacht. Ja, das müssen wir tagsüber machen. Okay. Wir können schon mal eine Mine hier links graben, okay, oder so. Dann renne ich mal möglichst schnell zum Haus und hoffe, dass ich nicht sterbe. Ja, viel Spaß, wir warten schon welche an der Tür. Die bringe ich um. Das schaffe ich, glaube ich. Hoffentlich. Ja, ich kann dir mal helfen. Was machen denn nicht diese Augenbälle? Die machen doch ordentlich Damage, oder? Ja, 18. Wow. Das ist die Tür offen. Weil ich dir gerade helfen wollte. Stirb! Au. Du bist gestorben übrigens. Ja. Hast mein Geld. Hurra! Geld! Und zwar das von Danny. So, ich helfe dir dann. Hier leckt gerade was kurz. Keine Ahnung, was hier leckt. Jetzt nicht mehr. Ich komme. Ich stell mich hier vor die Tür. Der Augenball ist gerade reingeglitscht. Er tötet mich. Ja. Zombie im Weg. Ach, das dauert aber. Okay, Tür ist zu. Du kommst nicht rein. Ah, das ist schlecht. Jetzt komm rein. Perfekt. Hooray! Ich habe übrigens ein klein bisschen Holz. Was mache ich jetzt damit? Willst du auch ein Schwert haben? Jo, wäre ganz nett. Wie kann ich dir das geben? Kann ich das auf den Boden drücken? Ich gebe dir mal ein paar Pilze. Ja, das wäre auch ganz cool. So, ich mach das Schwert. Was ist denn das? Das ist Geld? Oder was? Copper Ore. Ja, ich habe Kupfer. Ja. Wie kann ich das Schwert droppen? Einfach aus dem Inventar ziehen, wie in Minecraft? Jo. Okay. Deins. Wieso macht man nicht direkt mit einer Spitzhacke weg? Eignet sich hervorragend zum Graben. Ja, ja. Weil es kein Holz ist. Hurra! Vielleicht müssen wir ein bisschen in die Tiefe buddeln. Okay. Aber nicht zu sehr in die Tiefe, sonst kommen wir nicht mehr raus. Wieso? Übertreib's nicht! Wir brauchen hier Holzplattform. Holzplattform? Wie geht das mit Holzplattform? Ich hab nur noch 4 Holz. Die sind über der Tür. Ja, man braucht ein Holz dafür. Ah, okay. Also ich habe jetzt 6 Plattformen. Das ist nicht wirklich viel, aber... Ja, ich habe 4 Plattformen jetzt. Was kann, wie sehen die aus? Das ist, Moment, ein bisschen tiefer. Okay. Also wenn ich jetzt so nicht mehr hochkomme, kann ich die... ja, so gleich... Ah, perfekt. Das ist praktisch. Das ist verdammt praktisch. Lass uns einen Schacht in die Tiefe ausheben. Ich habe noch 23 Fackeln, die reichen. So... Lass ihn ganz gerade machen, sodass es ganz perfekt aussieht. Ja. Ja, ich bin ein Perfektionist. Wir dürfen uns aber nicht zu weit in die Tiefe graben, sonst reicht es am Ende nicht mehr mit den Plattformen. Ja, das ist schlecht. Aber einen Vorteil hat man hier Minecraft gegenüber. Man sieht, wohin man sich gräbt, wenn man direkt nach unten buddelt. Ja. Oh, das Eisen. Ist das Eisen?